Hoi, da was geht ab, Leute, Hunger. Ich war gerade auf Dimi. Danach gehen wir Olympiapark. Sepas abchecken. Vielleicht kommt Philipp auch mit. Der wohnt dort in der Nähe. Der Rest kann gerade nicht. Während ich auf Dimi gewartet habe, habe ich ihm meine kleine Überraschung dagelassen. In seinem Gebiet. Dimi leider nicht. Der Assassin war da. Na, jetzt geht's los. In deinem Traum kannst du sie hören. Es ist die Stimme tief in dir. Ob du gewinnst oder verlierst, welchen Weg du gehen willst. Olympiazentrum angekommen. Dimi ist das erste Mal hier, glaube ich. Ich war schon mal hier, schon zweimal hier mit Tati. Einmal für Bisa Sams, Woolpix und Macholo. Das war echt ein cooles Nest. Und einmal hat uns Bagisch auf die falsche Fährte gelockt. Er meint hier krasses Abra-Nest und Vulcano. Als wir angekommen sind, gab es so Parkas. Oh mein Gott. Das war echt traurig. Aber jetzt sind wir wieder hier. Es gibt Tentacha, nicht so interessant, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Sepa. Ist gut für nächste Generation, sehen wir uns. Und es spawnen dort auch sehr viele Galaxos. Allein heute schon zwei. Wenn wir Glück haben, erwischen wir eins. So ist es. Schauen wir uns mal das Sepa-Nest an. Wichtig ist natürlich nicht, also erstmal für die Bonbons, aber wenn wir Glück haben, erwischen wir auch noch vielleicht eins mit hohen IVs. Ja, weil Zedra King müsste theoretisch eigentlich, wenn es anhand des Spiels gerichtet wird, eines der besten der nächsten Generation werden. Schauen wir mal. Okay, das erste Sepa habe ich schon, 31 PP. Aber wir sind kaum angekommen. Schon was auf dem Radar. Also daher ist schon gut. Wir haben uns schon verlaufen. Wir sind auf der Tentacha-Seite gelandet. Sag mal. Ja, hier sind gleich drei Stück auf dem Scanner. Ja. Also ich würde sagen, dann müssen wir die andere Seite nachprobieren. Endlich sind wir auf dem richtigen Weg. Auf dem Radar werden drei angezeigt, meinte Dimi. Ja, ich zeig's euch gleich. Ich bin gerade am Evoli fangen, aber da gleich drei Stück, wie ihr seht. Ja. Das eine ist gleich hier. Also müssten wir im Endeffekt so. Das andere wäre hier, okay. Und das hier wäre da hinten. Okay. Also im Endeffekt ist es der Radius, Dreieck, hier, ja. das Dreieck hier. Genau. Ja. Ich würde sagen, das können wir auch perfekt ablaufen. Wir gehen so und dann laufen wir zurück. Genau. Ja. Sehr schön, wie du das Tracking-System benutzt. Ja, danke. Ich wollte euch nur noch mal erklären, warum ich es anscheinend nicht wusste. Mein verrücktes GPS hat wieder zugeschlagen. Ich wollte gerade auf Sepa drücken, auf einmal läuft er durch den Park. Das ist auf der Tentacha-Seite. Ich bin auf der Tentacha-Seite gelandet. Oh yes, super saftig, ein Pikachu entdeckt. Der ganze Tag hat sich schon gelohnt, nur dafür. Pikachu schwieriger zu fangen als Galax und Lapras. Ja, aber da war echt, Mann. Das hat schon alles bekommen. Super Hyper und Super Pokéball. Mit Beeren. Immer Berger und Hyperball. Immer. So geht das. Okay. Oh mein Gott. Mann. Ich fühle mit dir. Jedes Pikachu schmerzt. Gleich mal fangen. Oh mein Gott, wo bin ich wieder? Also laut, wir müssten jetzt eigentlich da durch. Oh mein Gott. Ja. Aber da darf man ja durch, ganz normal. Schau mal, die gehen ja alle durch. Sind ja, ist ja keine Teil, ist ja kein Industriegebiet. Ja, wie kommen wir da runter? Da oder einfach was? Einfach hier, ja. Oh mein Gott. Ist das nicht zu steil? Geht schon. Oh mein Gott. Also ich wäre fast ausgerutscht, das wäre fast in die Hose gegangen. Oh mein Gott, verkleide doch dich!
Ich leide ernst. Okay. Also Dimi meinte gerade, man darf einfach so durch. Aber das darf man natürlich nicht. Oh mein Gott. Da ist jemand am Eingang. Das ist etwas Security, aber okay. Ja, Security. Sie hat uns gleich darauf hingewiesen. Ja, man muss einen Ausweis vorzeigen. Aber sie war verständnisvoll, als sie gesagt hat, wir wollen nur kurz was fangen gehen. So ist es. Das zweite lassen wir dann aus, oder? Ja. Ich bin eigentlich da, aber es lädt nicht. Es kommt nicht. Nur von Leo. Okay, endlich. Zum Glück habe ich es endlich auch bekommen. So ein leidende 20 Meter extra. Okay. Also ich dachte, Bargisch wäre der Abenteuer lustig, aber heute geht's mit dem hier ab. Den steilen Weg, den wir runtergegangen sind, mussten wir wieder rauf. Boah, das Evoli ist krass, Hong. 774. Also wenn es noch krasse IVs hat, muss man sich überlegen, ob man es jetzt für die jetzige Generation benutzt oder schon für die nächste behält. Oh mein Gott. Das ist direkt aus dem Hyperwall befreit mit Beere. Also da will ich keine Faxen und keine Risiken machen. Gut, die Evoli ist eh nicht so häufig. Falls es eins ist. Schauen wir mal. Also die WP ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Okay, ich hab's gefangen. Text. Oh yes, über 80%. Oh. Atemberaubendes Exemplar. Angriff, Verteidigung sind recht beeindruckend. 13, 12 glaube ich war es. Ends gut. Noch ein Seppa entdeckt. Dafür habe ich Dimi verloren. Keine Ahnung, wo der ist. Schnell das Seppa fangen und dann Dimi suchen. Die Lichter wurden angemacht. Sieht echt geil hier aus. Philipp hat sich auch gerade gemeldet. Der wohnt hier irgendwo in der Nähe. Aber keine Ahnung, ob er uns findet. Ich habe ihm geschrieben, er soll den Zerstörungsspuren von Dimi folgen. Schauen wir mal, ob wir ihn noch finden. Dann gibt es ein kleines Update mit ihm. Und wie seine Seite so läuft, die ist echt krass. Random Seppa. Das ist gerade in dem Gebiet, wo wir nicht reinkommen. Mein Charakter ist da reingelaufen. Oh, ein Vulpix. Oh. Oh, da. Oh, da ist er ja. Da ist er ja, ja. Schöne, grüß dich. Grüß dich. Willkommen in meiner Hut. Wie kann man sich in seiner eigenen Hut verlaufen? Nee, ich wusste nicht genau, wo ihr seid. Ja. Weil hier hinten wurde auch angegriffen. Welche? Battleground, die rote Arena. Ich habe gerade eine kaputt gemacht und die wurde gleich wieder gekickt. Also ja, hier ist es krass. Hier ist, ja gut, ich habe es nur für die Medaille gemacht. Ja, hier ist Wahnsinn. Aber die gelben halten irgendwie, oder? Ja, hier ist gelbes Gebiet. Oh. Und zu schade, dass ich nicht rankomme mit meinem verrückten GPS. Er hat schlechtes GPS. Ja. Wir versuchen es immer mit Blau, aber keine Chance. Hier ist alles gelb. Unsere Rehbaum sind viel im Halten, aber noch gut, gell? Oh mein Gott, da schneidest du natürlich raus. Achso, wer weiß. Da schneidest du natürlich raus. Was geht's ab, Philipp? Wie läuft die Map? Super. Ja. Erste Erweiterung ist fertig. Hab ich miterlebt, ja. Aber Oh, ein 10-Ei. Oh, das ist interessant. Oh, oh. Pinsie. Oh mein Gott, fast genauso gut. Egal, für fünfte Generation oder so. Elevoltec. Oh, der ist sogar nicht schlecht, Mann. Zwei Werte 15. Der ist echt gut dann. Oh, ein Pikachu in der Nähe. Bei mir nicht. Ja, wo bist du wieder, Hier, Mann? Bin ich und da ist das Pikachu. Sind wir nicht da? Ja, doch, das ist da unten, ne? Naja, ist die Richtung. Bei Machomai in der Arena? Nein, hier, schau. Hier ist eine gelbe. Ja, genau hier. Da. Okay, da sind wir doch, Mann. Ja.
Wir laufen wieder mit dem Entwickler der Seite höchstpersönlich herum. Das heißt, wir haben einen Überblick auf alle Pokémon. Heute sind hier zwei Galaxus in der Nähe gespawnt, oder? Drei, glaube ich. Drei sogar? Oha. Leider abgehauen bei mir. Ja. Also hier spawnt schon viel. Hier kommen aber keine Dratinis, gell, Philipp? Doch. Auch? Nein, nicht hier. Wo dieser Fluss ist. Da bei dem Olympiasee. Das ist der Fluss. Das sind sehr viele Dratinis. Wo? Beim Olympiaturm. Das sind so 20 am Tag. Oh. Das klingt doch interessant. Ich fahre immer hin zum Alten ab. Ich würde auch gern wohin laufen, sobald Nachricht ist, aber der Scanner reicht leider noch nicht bis zu mir. Wie viel muss ich investieren, Philipp, damit der bis zu mir erweitert wird? Für einen Spot, ja, 40 Euro im Monat für ein Hexagon. Alles klar, das werde ich mir überlegen. Schnäppchen. Ihr habt es gehört, 40 Euro, falls ihr auch außerhalb wohnt. Schauen wir mal. Ein paar Leute zusammen trommeln. Ja, genau. Wenn du 20 Leute zusammenkriegst, sind das 2 Euro für jeden. Also ich denke mal, das geht schon. Ja. Das ist schon auch eine große Fläche. Der Hexagon ist endviel. Geht schon. Mir egal, ich bin zentral. Ja, Mann, bei dir ist echt's auch dick. Ja. Also seit dem letzten Video hat Philipp schon ein paar Sachen erweitert. IVs wurden auch angeführt. Ja. Aber nicht bei jedem. Nicht bei jedem, aber bei den wichtigen. Ja, bei den wichtigen. Nicht bei Hornio und Hauptsi. Oh, das ist ein Zebra für mich. Jemulus, ja. Ist. Kapator? Ja. Ja. Wo bist denn du? Ich hab keinen Zebra hier. Nee, ist auch keiner. Hier links ist ja noch ein bisschen weit. Ja, bei dem bin ich, glaube ich. Das sind zwei. Das ist dann links hoch. Hier ist nichts. Aber das Premium-Service für Tati hast du noch nicht angeführt. So hässlich. Ja, wieso? Man kann es auch beide Seiten benutzen. Du kannst es doch ja, gegen Tati benutzen. Oh echt, mein Gott, was hat der Auto, Mann? Und er hat viel zu viel Zeit irgendwie. So, ich muss nochmal schauen, dass das Richtige war. Das war das, glaube ich. Ja, Best Step Text. Okay, auf geht's, Mann. Ist es das? Ja. Was willst du haben? Blitzer oder Aquana? Okay. Da. Oh, yes! Oh. Nice. Okay, ich vermute 2,5 oder so. 2,5 oder 2,6? Pizzopumpe. 2,5, 2,6. Boah, saftig. 2,6. Guter Defender mit Adler. Wie viel hatte der? 774. Okay. Und 2,564 Aquana geworden. Das ist schon gut, Mann. Ist nicht schlecht, ja. Noch das letzte Pikachu für heute. War jetzt geflohen. Schon wieder? Ja. Ich hab Silbermedaille jetzt. Philipp hat jetzt Silbermedaille. Warte, willkommen. Demi ist drittes Pikachu heute geflohen. Ja, Mann. Richtig. Ich habe jetzt alles Silber. Ziel erreicht. Geh mal. Okay, Philipp, man sieht sich. Oder? Bis zum nächsten Mal. Wir schreiben uns morgen zusammen. Ja. Ciao, vielleicht geht morgen Abend was. Ciao. Ja. Okay. Wahrscheinlich. Philipp, mal rein. Checkt auf jeden Fall seinen Scan ab. Der ist echt zu krass. Das war's von uns wieder und von Philipp. Checkt auf jeden Fall die Scanner-Seite ab. Die ist echt zu krass. Wir gehen heute sogar wieder auf Scanner-Tour. Diesmal mit dem Boss persönlich. Der ist echt zu krass. Schauen wir mal, wie es wird. Ansonsten hier die ganzen Zebras vom Nest. Das waren echt eine Menge. Kann man schon mal vorbeischauen, aber Zebra gibt es halt überall zurzeit. Also. Muss nicht unbedingt sein, aber kann auch nicht schaden. Wie gesagt, da spawnen auch viele Galaxus und Lapras und irgendwie auch sehr viele 100% Evolis. Also da kann man echt mal vorbeischauen. Beziehungsweise heute ist der letzte Tag. Morgen ist wieder Nestwechsel und dann gibt es was anderes. Also falls ihr das noch seht und hin wollt, heute ist eure letzte Chance. Ansonsten entwickle ich heute mal wieder ein Pokémon für euch. Schon lange nicht mehr gemacht. Citra King, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass er halt Drache ist, weil ihr wisst, Drachenmedaille fehlt mir leider noch. Das war's. Schaut vorbei, falls ihr heute noch Zeit habt. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.